Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Genshin Impact. Ja, ich habe nur Gutes von diesem Spiel gehört und soll richtig gut sein, erfolgreich und all sowas. Und ja, ich habe mir gedacht, probierst du das mal aus, nimmst ein bisschen was davon auf und guckst dir mal, wie das Spiel so ist. Soll ja kostenlos und Crossplay und all sowas haben und. Ich glaube, in den ersten 2 Wochen ist das Spiel richtig durchgestartet schon und erfolgreich gewesen. Und ja, hat mein Interesse geweckt. Alles, was ich weiß, ist, dass das Spiel nur so ein bisschen wie Legend of Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch ist. Und dass es, glaube ich, Multiplayer-Optionen gibt. Wie gesagt, mit Crossplay und all so was. Und das Spiel ist, glaube ich, für jede Konsole, die es gibt. Und Mobile auch noch verfügbar und ja, keine Ahnung, sah interessant aus. Ist sehr viel Anime, sehr viel Open World. Also, ja, kann man mal machen. Ne? Ich werde das jetzt hier nicht in traditioneller Weise hochladen wie meine anderen Videos. Ich habe mir einfach so gedacht, ich tue das hier vollkommen ungeschnitten, unbearbeitet hochladen. So, weiß ich nicht, ich spiele vielleicht eine Stunde oder irgendwie so was, je nachdem, wie lange ich Bock habe, und tue dann einfach alles, was ich hier erlebe, hochladen. Und ja, ohne Intro, ohne Bearbeitung, Best of oder so. Ich brauche einfach mal wieder irgendein Projekt, dass ich einfach mal so ohne irgendwelche jegliche Arbeit einfach hochladen kann, damit wieder was hier so im täglichen Sinne hochgeladen wird auf meinen YouTube-Kanal. Und ja, da kam mir das Spiel gerade recht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal und starten das Spiel. Und gucken, was hier alles passiert und so, ne? Wer weiß, vielleicht seht ihr auch gar nichts von dem Spiel. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? Keine Ahnung. But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Keine Ahnung. Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Aber das sind die Hauptcharaktere, ne? Die wir spielen können. So was. Klingt schon mal sehr Anime an, sag ich mal. Wähle einen der Geschwister. Okay, ich finde ja, sie sieht viel hübscher aus, aber nehmen wir ihn. Gib deinen Namen ein. Dieser Name wurde schon. Nein! Kommen wir vielleicht her. Okay. Aber warte, dann kriegst du zurück. Wie gesagt, storymäßig weiß ich nichts über das Spiel. Deswegen bin ich jetzt genauso verwirrt wie ihr wahrscheinlich. Wait, don't go. Give my sister back. Okay. Und so entführte die fremde Gottheit meine Schwester. God took away my sister. Okay, dann liest du das vor. Okay. Some kind of seal was cast upon me and I lost my power. So while we used to travel from world to world, ist das nicht die Stimme von we are now trapped here. Isoko aus My Hero Academia? Klingt sehr nach dem. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. Hey, dich kenne ich. When I woke, I was all alone until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon das Bild kenne ich ehrlich gesagt. Be a great guy.
should head off. Let's get going. Okay. So. Die Maus, um die Kameraperspektive zu ändern. Okay. Ja, wie gesagt, Open World, ein bisschen so angelehnt an Breath of the Wild, wenn ich mich nicht irre. Und ja, rechtsklick mache ich das. Weiß ich nicht, man kann irgendwie alles erkunden, überall hinklettern, fliegen und all sowas. Und weiß ich nicht, ich wollte das Spiel einfach mal versuchen, gucken, ob es mir gefällt. Wenn ich schon mal zocke, dann kann ich auch aufnehmen. Mit der Maus angreifen, okay. Und ja, wenn ich schon mal zocke, dann kann ich auch direkt aufnehmen, ne? Und Teleportationspunkt. Ah, öffne ein Kahnfenster. Okay. So, ich weiß nicht, ob das Spiel so unter MMO irgendwie einzuteilen ist oder ob das jetzt hier nur so ein Open World Game ist mit Multiplayer Elementen. Ich meine, man kann sich irgendwie mit anderen Spielen zusammentun und Quests machen oder irgendwie sowas. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht genau, was hier los ist und überhaupt. Also ja, so wie gesagt, ich habe zwar gesagt, das hier wird ungeschnitten und ohne Intro und all sowas, aber ich muss jetzt einmal noch mal gucken, ob die Aufnahme geglückt ist. Also sehe ich euch gleich. Okay, ist alles geglückt, wir können weitermachen. Keine Ahnung, die Katze, die war halt so laut, deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann man mich nicht richtig hören, aber scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Dich schnapp ich mir. Und ja, storymäßig weiß ich hier nichts. Dieses kleine Mädchen? Oh, Zuckerblume. B, um Inventar zu öffnen. So. Die Sache ist, ich habe jetzt nicht so einen Vergleich zu Breath of the Wild. Ich habe nur gehört, es soll ähnlich sein, aber ich habe das Spiel auch nie gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber ich nehme es jetzt mal einfach an, ne? Das Spiel ist, glaube ich, aus China. Oh, da war irgendwas. Es soll irgendwie ein Gacha-System sein, was jetzt nicht so dolle ist. Und so langsam erreichen wir auch so die Grenzen von allen Informationen, die ich über dieses Spiel weiß. Aber soll mega erfolgreich sein, soll unglaublich populär sein. Hat sich gut, ich sag mal, runtergeladen, nicht verkauft, runtergeladen. Und ja, was ich so gesehen habe, hat mich sehr interessiert. Deswegen, ja, gucken wir mal. So, jetzt reicht das aber auch mal. Okay, ja. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. Okay, einfach. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Bist du die Navy dieses Spiels? Also wie diese Feen, die immer Link begleiten. Die alle immer voll nervig finden. Keine Ahnung. Ich bin deputzig. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die mir nervig irgendwie sein wird im Laufe des Spiels. Okay, cool. So ein Open World Adventure. Schon ein bisschen lange her, seit ich eins gespielt habe. Deswegen nehme ich das gerne ein. Ich tue gerne Champignon. Er braucht. Ja, was braucht er denn? In freier Natur zu finden. Lass 3 von 30.000? Okay. Cool. Oh, ich freue mich. Ich spiele übrigens die PC-Version. Okay. Wurde schon gesagt, hier Maus und so was alles. Also sollte das schon selber herausgefunden haben, aber ich sag's ja nur mal, okay. Alles klar. Kann ich da diesen Fisch fangen? Ich nehme natürlich erstmal alles mit, weil ich finden kann, ne? Weil, warum nicht? Ich weiß auch noch nicht, was wichtig ist. Und meine erste Regel in so Open World Spielen ist immer alles einsammeln, was man finden kann. Ich habe da so einen Fisch gesehen. Kann ich den einsammeln? Folgt die mich jetzt überall hin? Geil.
Ich glaube, ich bin tot. Was ist jetzt passiert? Oh, das ist ja wie ein Arc. Ausdauer geht weg. Er trinkt sofort. Geil. Na gut. Man hat dir gesagt, 7 Statuen oder irgendwie sowas. Dafür springen, nee, ne? Jumping Young. Oh. Also ja, ich werde einfach hier, während ich da zocke, nebenbei aufnehmen und da werde ich einfach hochladen. So, werde jetzt ja kein Best of rausschneiden. Oh, wow. Das ist ja Vogelperspektive. Ich drück V, passiert nichts. Kann ich halt irgendwie nachgucken nochmal? Hallo? Ich hab's verpasst, komm ich nochmal? Egal. Ups. Da ist irgendwas. That's a statue of the seven. Oh. Okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Okay, sie redet von sich in der dritten Person, aber irgendwie sieht man das nicht im Dingens, im Untertitel. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ah. Oh. Ich hoffe, ich kriege irgendwas, wenn ich das erledige. Warte mal, Auftragliste stand da gerade. Kann ich das sehen? Nicht. Irgendwie können sich auch mehrere Charakter, glaube ich, der Truppe anschließen, ne? Die man auch irgendwie per Gacha irgendwie freischalten muss. So, jetzt sind wir wirklich bei denen angekommen, was ich alles über dieses Spiel weiß. Mehrere Charaktere, gibt ein Gacha-System. Spiel ist wie Breath of the Wild. Da sind wir wirklich angekommen. Was ich alles über die Spiel weiß. Sind da Gegner? Geh nicht zu weit weg vom Paimon. Aber hier ist was. Wo ist die überhaupt? Hallo? Ich nehme an, die geht dahin zur Statue, ne? Steuerung und F. Okay. Was? Was ist das schon? War ich zu weit weg aus der? Stück vor, passiert nichts. Poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ich kann mir schon vorstellen, wie einige Leute die voll nervig finden, allein schon wegen der Stimme. Oh, ich bin die voll putzig. Da ist eine Truhe. Dann merke ich mir. Oh, ich konnte das Ding fangen. Oh, ich muss das gar nicht erschlagen. So. Ja, aber dann trinke ich wieder. Oh. Nass, okay. Okay, was ist das? Oh nein, jetzt bin ich auserwählt.
Oh, hallo. Belohnung für Abenteuerstufe. Okay. Muss man das machen. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Ja, da bin ich sicher, weil das Ganze ist ziemlich seltsam. It's a bit rude to say that about the power the gods just gave you. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. Also. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Gut, wenn du was sagst. Oh, hey, ah. Elementarfähigkeit. Krass. Ah. So, da, ich habe gedrückt gehalten, also weg von mich. Okay. Ah. Ah, daneben. Ich halt immer wieder an, nee, da unten sehe ich eine Abklingzeit. Da unten rechts. Okay. Die haben mich zu einem Gott gemacht. Mauszeigeranzeichen. Yep. Oh. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber das hat man nicht an. So, ich will die Truhe mal da hinten, die Truhe will ich mal. Ja, warum ist ein Discord jetzt angegangen? Ich habe da abgestellt. Nein, ich habe nur einen Server abgestellt. Der andere hat sich wahrscheinlich gemeldet. So. Okay, cool. Oh. Weiß ich nicht. Also was du mir sagen willst, ich soll direkt dahin losgehen, okay. Warum nicht, ne? Da muss ich ja alles sammeln, was ich hier finde. Du, komm her. Nein. Na, wer schreibt mich denn jetzt hier die ganze Zeit an? Aha. Ich mache jetzt nicht noch mal einen Schnitt hier. Ich will ja gar keinen Schnitt machen, okay? Oh, was ist denn? Blume eines Abenteuers. Hm. Ich gerade eine Hähnchenkeule am Boden gefunden. Oh. Okay, Figurenmenü. Lege ein Artefakt an. Daten, Talente, Sternbild. Da ist ein Ausrufezeichen. Was mache ich hier? Anlegen. Gut. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Danilo, der Hüter stirbt und der Schöpfer ist noch nicht geboren. Doch die Welt wird nicht mehr brennen, da du Göttlichkeit erlangen wirst. Viator, göttliches Auge, keine Ahnung. Ja, keine Angaben, ne? Hintergrund, Stimme. Hm.
Hintergrund. Keine Ahnung. Er sieht ein bisschen aus so wie der Hauptcharakter aus Final Fantasy Tactics. Also blonde Haare, so einen langen Zopf, glaube ich. So eine Strähne oben. So, du, komm mal her. Was ist das? Kenntnis über den Kampf. Sammle über den Tag Elementarteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder aufhören. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Einfach irgendwo platt machen und sammeln, alles klar. So ganz genau weiß ich noch nicht hier. Warte mal. Wie macht man das? Alt und hier. So. Das ist ein Ausrufezeichen. Errungenschaft. Wunder der Welt. Oh nein, ein Pirat. So. Irgendjemand schreibt mich hier die ganze Zeit an. Also muss ich doch mal kurz einen Schnitt machen. Also bis gleich. So, Discord ist jetzt stumm geschaltet. Sollte jetzt also keine Sounds mehr kommen. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir wollten uns ja Sachen angucken, einsammeln. Urgestein. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass das, was man für das Gacha-System in diesem Spiel braucht. Zum Serverstart, ja. Das Spiel ist jetzt, glaube ich, noch nicht so alt, ne? Ich gehe jetzt hier einfach mal. Ah. Das Spiel ist jetzt noch nicht so alt. Ist jetzt nur, ich glaube, das ist noch nicht mal ein Monat oder so alt, ne? Wir haben jetzt den, ich glaube, 24. November, Oktober, meine ich. Also, ja. Hm. 3 Millionen Voranmeldungen der offiziellen Seite läuft ab in 29 Tagen. Okay, hier sind eine Menge Sachen, die ich hier bekomme. Nun über 3 Millionen Voranmeldungen auf der. Wahrscheinlich voll die üblen Sachen, die ich noch gar nicht haben sollte, aber okay. Eine Umfrage, die werde ich jetzt nicht machen, natürlich. Fühlt sich ein bisschen gecheatet an, aber okay. Okay, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich voller Imba-Zeugs alles. Was ich noch nicht haben sollte, aber was soll's. Waffen Erfahrungspunkte und also was. Stufe die Figur hoch, um ihre Attribute zu verbessern. Ja, machen wir mal. So kann ich mir selber Level Ups geben. Ja, will ich natürlich noch nicht. 2 von 20, okay. Das war ein bisschen wenig. Kann man bestimmt irgendwie Klassen wechseln oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Warum sich überhaupt hin? Ach, das ist V, okay. So natürlich erstmal die Natur hier kaputt zu machen. Liegt mein Schwert hinter mir? Ja. Cool. Klang zwar überhaupt nicht interessiert gerade, dieses cool, was ich gesagt habe, aber ja, fand ich schon cool. Was ist denn da? Seid ihr freundlich? Freundlich und freundlich, da ist eine Truhe drin. Stufe 2. Ja. Ja. Ich greife einfach ein paar Mal an und dann euch wieder ab. Die Musik war irgendwie jetzt nicht so climatic, irgendwie so. Irgendwie nicht so upsala ernst zu nehmen. Muss er doch noch alles einsammeln, ne? Hab ich an Sachen, die ich in der Truhe gefunden habe, auch eingesammelt? Okay, ich habe gehört, am Anfang soll das Spiel einen noch so ein bisschen überfordern, weil man dutzende Sachen irgendwie leveln kann und so, aber werde ich schon irgendwie kapieren. Das ist nicht das erste Spiel, das ich spiele, ne? Wenn ich einfach alles einsammeln, was ich hier finde, dann mache ich bestimmt schon mal richtig, ne?
nehme natürlich alles mit, was ich finde. Und da muss ich lang. Oh. Ging so kaputt. Aber scheint irgendwie doch so Einzelspieler zu sein, ne? Und nicht irgendwie MMO. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Oh, ich kann die Kamera ein- und rauszoomen. Wow. Nass. Ja, wenn ich gedrückt halte, mache ich so einen besseren Angriff. Oh, die muss ich sogar erledigen. Kämpfen. Hallo. That was close. Paimon almost got blown away. Na, jetzt hat sie in dritter Person geredet. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Du bist doch ein Mädchen, oder? Ich weiß es immer noch nicht. Nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Wenigstens hat der Lache nicht auf uns abgesehen. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. Hmm. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. In dieser Welt gibt es also Drachen. Yeah, Paimon gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thing on the big rock. Wollte ich auch sofort einsammeln. Sie hat gesehen ab. Let's go take a closer look. Na, let's go get it. Be careful, Paimon doesn't have a good feeling about this. Nein, ich konnte einen Schmetterling einsammeln. Oh, ich muss die ganze Zeit F drücken, habe ich so ein Gefühl, weil jedes Mal irgendwie Sachen irgendwie mir vorbeilaufen, die ich einsammeln könnte. No, okay. Ich nehme mal diesen blutroten Kristall. I've never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. What? Okay, we sollen wir ihn dann mitnehmen? Get out of here. Ja, das Ding ist bestimmt gefährlich, er explodiert wahrscheinlich. Lass mal mitnehmen. Ding sieht gefährlich aus. Lass es am besten mitnehmen. Klar, warum nicht? Du bist ja meine Guide. Du hast bestimmt mehr Ahnung von all dem hier. Nimm mal diesen Champion hier mit. Oh, Äpfel. Danilo sagt Äpfel. Oh. Das ist eine Truhe. Okay, Schleimabsonderung. Ja, ihr müsst schon auf meine Seite hier aufmachen, Kollegen. Hier werde ich jetzt Verstärkung. Das rohes Geflügel, jawohl. Was ist das rohe Fleisch? Immer so ein Tier oder so einfangen wieder. Also wieder zum ersten Mal. Ich nehme jetzt mal alles mit, was ich hier kriegen kann. Genau richtig. Hey you, stop right there. May the animo god protect you, stranger. Ich finde das Design der Charaktere richtig klasse. I am Amber. Das ist genau mein Fall. For the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say.
Ich bin erfreut. Mein Name ist Daniro. Doesn't sound like a local name to me. Ich bin auf den Namen. And this mascot. What's the deal with it? Ist nur was zum Knabbern. Hey, that's even worse than being a mascot. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look. There's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Sollte man nicht gerade mit seinen Gästen sprechen. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Was ich auf jeden Fall merke, ist, der Lip-Sync ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht synchron. Das ist genau wie bei Dings, ja, wie bei den ganzen Naruto-Spielen. Wenn du auf Japanisch einstellst, dann tun die Lippen sich perfekt bewegen, aber wenn du auf englische Synchro stellst, dann ja. Outrider Amber, report. Nicht so synchron. Ja, drück 2, um mit ihr zu wechseln. Oh, um zu ihr zu wechseln. Ah. Oh, cool. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really, really long journey. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Okay, that's cool. Oh, looking for your family? Also Charaktere wechseln. Ich dachte, die würden an deine Seite kämpfen. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Von Weitem was Glitzerndes gesehen, ich muss jetzt haben. Ich habe ein Silberschwert gesehen, gefunden. Also kann ich das wahrscheinlich ausrüsten, ne? Ja, 23, 33. Da kann man auch irgendwie hochleveln, hier sehe ich gerade. Also, Artefakte. Mann, als Set mit zwei Teilen. Erhöhe den passiven Effekt der Figur um 20%. Okay. Jetzt haben wir noch Ausrüstungsteile, ne? Set mit zwei Teilen. Kann ich das auch? Ne. Also so wie in Elder Scrolls, da gibt es so verschiedene Sets und die kann man dann ausrüsten. Kann sie irgendwas ausrüsten? Ja. Sie kann die andere Feder ausrüsten. Gut. Warum nicht, ne? Warte, was? Daten. 10.8. oder da. Göttliches Auge. Pyro. Sternbild Lypus. Okay, cool. Oh. Wird schon irgendwie wichtig sein. Nein, habe ich irgendwie was gesehen. Das sah schon wichtiger aus. Sah aus wie so ein da. Was ist das? Gesundheit. Hi. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Haben wir überhaupt ein Level oder so? Stufe 3, Stufe 1. Kriegt sie Erfahrungspunkte? 625 hat sie.
Also meine nächste Frage, weil sonst müsste ich sie. Oh, ich kann Bäume hochklettern, geil. Ja, ich meine, ich kletter Felsen hoch, ne? Logische Schlussfolgerung, dass ich vielleicht auch Bäume hochklettern können. Die ist sogar normaler, glaube ich. So, was mache ich hier? Was ist das da? Freundschaft 1, okay. Ich sage die beste, wenn es auch einzig verlierende Kundschaft ist. 650, hat sie nicht gerade 650 gehabt? Okay. Was? Hab ich das gemacht? Ja, das ist doch dieses hier. Nee, lass mal. Sollen wir vielleicht auf der Karte gucken? Ich sehe da irgendwie was auf der Karte, wenn ich in die Richtung laufe. Aha. Diesen Orden kann ich mich dann hin teleportieren, nehme ich an, ne? Oder bitte. Oh nein, ein Storch. Was ist das? Tempel des Falken. Turmstufe 20 erforderlich. Okay. Ne, lass mal. Teleportationspunkt freigeschaltet. Ich drück mal eben wegen Map. Ah. Teleportieren. Kann ich das einfach so machen? Oder muss ich irgendwas haben? Keine Ahnung. Okay. Wo müssen wir hin? Da. Da. Dann gehen wir aber dahin. Oh, warte. Ups. R, ne? Das ist cool. Also kann ich mit ihr sozusagen den Kampf beginnen. Und dann mit meinen Main Boy Gegner erledigen. Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Now that you mention it, how is it the Hillytrolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Geht. Berührung dafür können Wesen der Pyrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgewählt werden. Ausgelöst werden. Der meisten Monologen fühlt sich am Kopf. Ich habe am Kopf gezielt. Also sagt sie jetzt mehr Punkte bekommen, obwohl er sie erledigt hat? Nö. 520, 625. Okay. Oh, eine hübsche Truhe. Meine Kohlköpfe. Also erster Eindruck von dem Spiel finde ich schon mal geil. Ich finde die Grafik richtig cool. Design der Charaktere finde ich auch voll dolle. Also ja, genau mein Ding. Ich glaube, ich werde meinen Spaß haben. Open World habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Also ja, ich freue mich.
Wird bestimmt lustig. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel irgendwie, ich weiß noch gar nicht, ob das Spiel irgendwie fertig ist. Kann auch sein, dass das noch in der Beta ist, weil hier unten wird noch die Nummer angezeigt oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Version Nummer ist oder so. Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Oh, warte. Oh Gott. Ah, rohes Fleisch. Ah, ich brenne. No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Oh, hi. Oh. Okay. Meins. Blin. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Ich habe ein paar einfache Gerichte, schaffe ich schon. That's okay. Let's see what you can do. Habe ich überhaupt schon was? You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Das Fass habe ich schon kaputt gemacht. Never go adventuring on an empty stomach. Ah, okay. Was hat die gesagt, soll ich herstellen? Soll ich das herstellen? Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Diese Figur hat keinen Bonus. Diese Figur hat keinen Bonus. Oh Gott, ja, okay. Das ist wie ein Monster Hunter. Nur ohne so ein Rhythmus, Musik, Dingen. So, ich habe eine Menge, also ich versuche mal, ob ich das auf 5 krieg. Kriege ich das? Kriege ich sogar. Ding. So. So, aber jetzt ist es gebracht. Kochkunst 0 von 5. Auch 5 von 5. Was bedeutet das jetzt? Machen wir noch ein Steak. Und zwar mit... Du hältst mit etwas Glück besondere Gerichte. Okay. Boom. Mehl. Was? Eine Minute. Okay. Ah, okay. Dauert aber jetzt. Na, wie kann ich... So. Is it done? Mmm, smells good. Let me try. Mmm. Hey. Uh-oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Nur für was sind die Gerichte? Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Abenteuer Stufe 4. Äh, 520 625. Ich muss mal einen Gegner noch finden, weil ich wissen will, ob wir beide Erfahrungspunkte kriegen oder nur wenn sie irgendwie was tötet. Da sehe ich schon wieder was, irgendwas muss man das irgendwas einsammeln, ne? Oder irgendwas. Was ist hier denn? Oh, hallo.
Stumpfes Schwert. Okay, Abenteuerstufe ist, glaube ich, was anderes als Charakterstufe, nehme ich an, ne? Weil ich habe gerade Level 4 erreicht und irgendwie ist er immer noch Level 3. Irgendwo. Ah, ich wollte schon sagen, ich höre irgendwie was. So, hier, komm mal her. Aha. Oh. Wäre mal irgendwie eine gute Frage, irgendwie zu wissen, wo meine AP oder so sind, ne? Ist das da unten? Das? 1108 von 1217. So. 540. 645. Okay, sie bekommt... Sie hatte 625. 520. Okay. Ist also egal, wen ich spiele, ne? Na, guck mal hier. Der Bonus. Voll kaputt. Triff Animo Kraft auf... Ein anderes Element kann eine Verwirbelung entstehen. Mit der Schaden des jeweils anderes. Okay. Dabei wird die gesamte elementare Energie auf die Figur verbraucht. Sie hat doch bestimmt auch irgendwie sowas, ne? Aber sie hat auch Fähigkeiten, sehe ich gerade. Soll ich vielleicht auch mal einsetzen? Ah, er ist das hier, genau. Kann aber schon auch klettern, ne? Ja, und da unten sind die AP, okay. Okay, beschützt mich. Was ist das? Ja, 65, 560. Okay. Bekommen alle Erfahrungspunkte. So, Inventarfähigkeit kann man auch also auch so verwenden. Einige Inventarfähigkeiten verursachen beim normalen Anwenden und beim gedrückt halt verschiedene Effekte. Ah, okay. Ah, okay, so hätte ich das machen müssen. Was macht das? Eines Streuners Gedanken. Ich brauche gar nicht R drücken, ich kann einfach so. Was, was war das? Also. Na, ich brenne. Nein, hier geblieben. No. Okay. Da ist noch eine Truhe. Ich will Truhe nicht erfinden. Ja. Oh. Ich weiß aber immer noch nicht, was das macht. Oh, Immunität. Ist nicht gut. So, falscher. Au! Oh, Mist, ich war da, aber was ich muss echt die ganze Zeit die F drücken. Er lag doch gerade, was war ja, komme ich jetzt da auch Dreck. Na gut, da will ich natürlich noch hin, ist klar, ne? Okay, muss ich so machen. Kann ich diesen Busch gerade angreifen? Nein. Kommt schon, da ist bestimmt voll was Geiles drin, ey. Bestimmt irgendwie so ein Charakter, der irgendwie fliegen kann oder irgendwie sowas. Was hat hier? Mein Schatz. Auf diesem Brett steht etwas gekrakelt. Sieht aus wie mein Schatz. Na gut, dann gehen wir mal in die Stadt rein, ne?
Muss auch mal irgendwas erreichen, ne? So, mein Inventar hier. Jagdbogen. Oder ist der von ihr, ne? Weil hier so ein Teil ist bestimmt, was sie gerade ausgerüstet hat, ne? Oder irgendwo zum Ausrüsten. Nope. Morning. Wanna go? Can I get lunch with you? Okay. Gut. Also Spaß macht es mir auf jeden Fall schon mal. So kann ich schon mal sagen. Kann mich denn sehen, wie ich das Spiel eine lange Zeit lang spiele. Jetzt ist mir noch 0% langweilig. So. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt hier schon ist, aber also nicht. Ja, sobald wir die Stadt erreicht haben, will ich dann einen Schnitt machen. Dann ist bestimmt so eine Stunde oder so vergangen. Ne? Mehr wollte ich auch eigentlich gar nicht spielen heute. Ah. Was ist das? Reicht das eigentlich auch, ne? Für einen Einstieg. Hi, Timmy. Was soll das? Du verscheuchst ja alle Tauben. Die kommen doch wieder. Normalerweise tun sie das auch, aber was soll ich machen, wenn sie eines Tages nicht mehr zurückkommen? Genau wieso wie Papa. Oh Gott, was? Mein Gott. Doch nicht so real sein hier in den ersten Stunden. Was ist das? Keine Ahnung, ich mach's kaputt. Kann ich sogar, glaube ich. Moossee. Kann ich hochklettern? Kann ich sogar. Ist ja geil. Ich kann aber nicht kaputt machen. Langsam glaube ich, da unten ist meine Stufe, ne? Ja, da ist Stufe 1. Wo sind meine AP? Das ist eine Stimme, du klingst wichtig. Hallo. Hey, Kleiner. Oh, das hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Das Löwenzahnmeer, sagst du? Jaha, es gibt dieses Buch, das ich so gelesen habe. Und darin steht, dass es irgendwo im Mondstein ein großes Meer aus Löwenzahn gibt. Es gibt sogar kleine sprechende Füchse da. Kleine sprechende Füchse? Ja, aber ich will wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Hm, aber ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Ich bin ihm zufällig begegnet. Ich habe Mama erzählt, wie toll er war, aber der Mann hat gesagt, dass ich nicht geirrt habe. So kann das nicht weitergehen. Dieser Löwenzahnmeer ist wahrscheinlich gar nicht zu finden. Es ist ein Märchen, eine Fantasie. Aber was soll ich es ihm sagen oder nicht? Das mag so sein, aber Menschen können ihre Fantasie nie beiseite lassen. Nur wenn wir träumen, können wir hoffen und mit Hoffnung kommen Gelegenheiten. Du hast den verschneiten Tag in Schneesnaja sicher schon vergessen, als so meine Wildschirmprinzessin warst und ich dein Wolfswelpe. Oh, Pansy, so wie einmal, so wie wir einmal geträumt haben, nach Celestia aufzusteigen. Nein, auch jetzt. Richtig, lass den kleinen Sage die Fantasien seiner Jugend genießen, selbst wenn es nur für einen weiteren Moment ist. Okay, hat's vollgebracht. Immer weiter glauben, Kumpel, immer weiter. Sag mal nicht, ich kann mit dir reden, ey. Guten Tag, womit kann der Ritter Roden dir behilflich sein? Wer bist du? Ich bin Sworn, Ritter der Orden Favonius und ich stehe ja Wache. Deswegen bin ich dafür zuständig, Geschäftsreisende gemäß des Handbuchs des Ritterordens Unterstützung zu bieten. Handbuch des Ritterordens? Genau, dieses Handbuch dient als Leitfaden für alle Ritter des Orden Favonius. Gleichzeitig ist das die Basis für den Frieden und die Sicherheit im Mondstadt. Sehr danke, wenn ich mit ihr.
Tag, womit kann der Ritter ohne dir behilflich sein? Okay, genau gleiche. Welcome to Mondstadt. Willkommen im Mondstadt, Reisender. Womit kann ich dienen? Erzähl mir vom Mondstadt. Mondstadt ist die Krone des Nordens und die Stadt der Hirtengesangs. Es ist schön, dass man es in Worten nicht beschreiben kann. In der Stadt gibt es wieder einen neuen Baden. Wenn du mehr über das Leben im Mondstadt erfahren willst, kannst du ihn suchen. Man muss aber dazu sagen, dass er recht altertümliche Lieder singt. Ich kann mir nicht erklären, wo er dieses Jahrtausende alte Lieder kennt. Was, Bates? Was erzählt man sich so in Mondstadt? Hm, da fiel mir schon etwas ein. Wenn ich erwache, stehe, fällt mir manchmal auf, dass sich das Wetter urplötzlich verändert. Doch dann donnert es wieder wie wild. Nach einer kurzen Weile dann aber wieder alles normal. Das sieht für mich ehrlich gesagt nicht nach einer natürlichen Erscheinung aus, sondern nach jemandem, der das Wetter künstlich beeinflusst. Doch wer könnte solche Kräfte besitzen? Nicht einmal die Anführer des Ritterordens sollten derartige Kräfte besitzen. Ich komme einfach nicht dahinter. Okay. Da sind wir. Oh, sie hat Stufe 2 erreicht. Havonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. Wir müssen noch gar nicht übernachten. The city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Havonius. Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Hoffentlich weiß sie etwas über den Gott des Windes. Before I take you guys to the Knights of Havonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy. Sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. High ground? Ich unterschätzt meine Macht. Okay. Ein Ort, den man gezeigt hat. Okay. Left alt. So. Na, ist ein Prolog. Sag mal nicht, ich kann mit jedem Einzelnen hier reden. Das wird ein bisschen nervig dann. Frische Früchte hier bei Quinns Früchte. Quinn. Ah, wieder hier. Was hättest du denn heute gern? Du hast es weiß. Keine Rabatte. Ich sag mal, für alte Freunde? Das habe ich doch schon sehr oft gesagt. Der Preis ist nicht zu rütteln. Dafür ist die Qualität auch immer dieselbe. Ach komm, schon ein bisschen runtergehen könntest du doch schon. Wäre eine Britin, würde ich dir Mittagessen bringen würde. Keine Rabatt, egal was du sagst. Hi Flora. Willkommen bei Sprache der Blumen. Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne ein paar Blumen. Keine Ahnung. Natürlich, wir haben eine große Auswahl, egal für welches Anlass. Ob als Geschenk oder für den eigenen Garten. Oh wow, das ist bestimmt von... Vorbesteller, irgendwie sowas, ne? Nicht Vorbesteller, aber früh Download, keine Ahnung. Was gibt's hier für Blumen? Wir haben die verschiedensten Blumen im Angebot. Sag einfach, was du gerne hättest. Löwenzahn. Na, ich muss mir jetzt nicht Blumen erklären. Warum machst du Löwenzahn so mehr? Oh, jetzt hat sie mir sogar echt irgendwie was gegeben. Oh. Löwenzahn, oh Löwenzahn. Na, ich glaube, jetzt habe ich doch was Wichtiges bekommen. Ich habe es geskippt. Nein. Ist das was für diesen Jungen hier, der dieses Löwenzahn mehr hier sucht? Dann tanzen mit dem Wind in weit entfernten Orten.
Das haben wir jetzt nicht. Ich kann das lesen. Ja, okay, das wie in Elder Scrolls halt. Du kannst hier Bücher lesen, ne? Zuckerblumen, ach ja. Ihr Blüten sind wunderschön, aber meistens werden sie zu Gerichten verarbeitet. Wenn du siehst, dass jemand Zuckerblumen anbaut, tut das wahrscheinlich der Süße wegen. Also entschuldige ich jetzt, wenn ich jetzt hier nicht während der Aufnahme hier irgendwie ein Buch lese, also. Ich denke, es wäre sie, wenn ein. Nee, das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Bruce. Guten Tag, womit kann der Ritter und dir behilflich sein? Was machst du da? Auch wenn es aussah, ich habe nicht geschlafen. Ich finde so hoch schnell auf Sicherheitslücken hin. Glaub mir, ich bin wirklich voll bei der Sache. Du bist mir ja ein Ritter. Ach, da mach dich doch lustig über mich. Den Frieden der Mondstadt zu wahren, kommt es nur wirklich nicht auf einen Ritter mehr oder weniger an. Wenn ich damals zur Abenteuergilde gegangen wäre, wäre mein Leben sicher viel interessanter geworden. Wie kommst du darauf? Als Abenteuer kann man doch frei die 7 Städte erkunden. Das Abenteuer verdient man auch nicht schlecht. Das muss doch viel mehr Spaß machen. Das klingt wirklich nach einem guten Angebot. Genau, ich finde auch, dass die Ritter für meinen Geschmack viel zu bitter ernst sind. Im Vergleich dazu sind die Abenteuergilde nicht so viel nervige Regeln und viel mehr interessante Leute in einer Reihe. Fischl zum Beispiel. Ich verstehe nicht immer, was sie sagt, aber sie klingt mächtig krass. Wenn ich nur damals die Abenteuergilde gegangen wäre, vielleicht hätte ich sogar jetzt ihr Partner. Ich habe mir sogar überlegt, wie ich mich nennen soll. Sowas wie Dämonenkönig der Verdammnis. Mega, oder? Gott, der Typ wird da draußen sterben. Kann ich ja einbrechen? Nee, ne? Jetzt aber nicht hier mit jedem einzelnen hier reden. Einstellungsheft für das wenige Morgen. Ich werde jetzt nicht mit jedem hier reden, sonst wird das einfach zu nervig. Habe ich so Gefühl, ich jetzt nicht daran interessiert wäre, aber uff. Sitzen geil. Okay, da ist eine Truhe. Meine. Okay. Ich kann sogar die Wand hier und so hochklettern. Freund sowieso hoch. Aufgrund Eigenbedarfs geschlossen. Der Besitzer. Trinken die Leute im Mondstadt wirklich so gern? Das war Pipe on. Okay. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Ja, noch mehr Leute except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Hm. Oh, hier haben wir Alchemist. Erde und Wasser, Feuer und Wind helfen mir zu schaffen, die Dinge geschwind. Okay, keine Ahnung. Räufer des Mondstaats. Hi. Hallo, unsere Waren sind nur von besser Qualität und von ihrem Preis wert. Ich würde mich gerne erkundigen. Nur zu, ich höre. Was ist so besonders am Mondstaats Gebüschstadt? Warenladen. Unsere Ladenfläche scheint zwar klein zu sein, aber von Leo haben wir aber ein ganzes Lager aus. Wir sind sehr stolz auf unsere große Auswahl und die schnelle Warenlieferung, die uns den ganzen Mondstaat auszeichnet. Kann ich auch was kaufen? Fürs Mondstand bekannt. Wein. Okay, cool. Sieht aus, als könnte man ja was kaufen, aber irgendwie doch nicht. Da kann man bestimmt Rezepte kaufen, ne? Du. Da kommen wir im Herrschjäger. Wie viele Gäste darf ich melden? Ich würde mich gerne erkundigen. Ah, womit darf ich dienen? Oh, hier ist eine Truhe, also nehme ich mal das für eine Quest. Ne, sagen wir, ist in letzter Zeit etwas geschehen? Es findet zufällig gerade eine Salatverkostung statt. Ja, für dich, wenn du magst, kannst du mich ja jederzeit wieder besuchen. Oh. Ach so. Oh, okay. Kochkunst 5 von 5. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Man
ich mit ihr mache, ist immer noch 5. Ah, guck mal, ich kann jetzt mehrere. Lebt eine Figur wieder, okay. Weiß noch nicht, was das bringt, aber ja, erstmal. Gucken wir erstmal, wie es jetzt weitergeht, ne? Gucken wir uns hier so um. Mir gefällt richtig so, weiß ich nicht, die Farben, die Design der Charaktere, die Umgebung. Ich finde das richtig schön. Genauso mein Stil. Schneller. Na gut. Gehen wir erstmal hier weiter. Mal hin müssen. Denn so viele Leute, ich rede jetzt nicht mit jedem von denen. Wird ewig dauern, glaube ich. Die Hälfte von denen sagt mir wahrscheinlich nicht mal interessant. Aber lass erstmal die Story hier weitermachen. So, wo bist denn du? Da. Jane. Ja, John. So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Das ist nicht einfach zu benutzen. Oh Gott, willst du mich umbringen? Das ist nur im Spiel. Das ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel. Auf keinen Fall nachmachen. Okay, oh Gott. Also einen habe ich doch irgendwie schon bekommen, glaube ich, ne? Als Bonus irgendwie so. Okay. Also komme ich wahrscheinlich in diese eine Säule. Halt. Ah. Okay. Okay. Hi. Na. Mein ganzen Weg da hochgelaufen, um wieder runter zu laufen. The sky. Geh weg. Na. Oh. Ich kann jetzt fliegen. Okay. Ich glaube, der Drache hat die Stadt angegriffen. Und war irgendjemanden da drin. Also mich. In der Luft. Ich kann das nicht angreifen, also mache ich auch. Das erste Spiel sagt mir so, Face an oder so.
Das ist irgendwie cool. Stufe 10? Dann Stufe 4, Mann. Der reicht mich auch irgendwie nicht an. Also. Okay, wenn er mich eigentlich angreift, ne, dann ist er ja voll einfach. Sagt mein Charakter nichts mehr. Er hat am Anfang auch gesprochen. You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself. Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must. Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that... long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Dankeschön, wie war's mit einer Belohnung? How about a traditional Mondstadt delicacy? Sticky honey roast. Das habe ich doch eben erst gehört. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Läuft der Lach hier noch gerade die Stadt an, oder warum sind wir ja so gechillt am Reden? Figurenziele. Figurenziele ist nun verfügbar. Sammel seltene Windgleiter. Okay. Stimme. Von den zwei Seiten. Den zwei Seiten. Okay. Na was denn? Was soll ich denn hier ausrüsten? Oder? Welcher ist der denn nicht gerade? Komm ab. Na ja. Hey. Das ist voll unfair. Oh Gott, irgendwo ist mit meiner Maus. Irgendwas ist dazwischen. Okay. Kann jetzt ja einfach runterfliegen, ey. Ruhe. Gib. Und dann gehen wir noch da rein, würde ich sagen. Und dann war es halt eigentlich für heute. Ist bestimmt schon so. Weiß nicht, wie lange das jetzt ist, war bestimmt schon so ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden, was ich ja aufgenommen habe, ne? This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in. Na gut. Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin. Okay, die ist weiblich. Ja, sein könnte das ein Junge, aber mit einer sehr weiblichen Stimme.
Oh, du bist Jean. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborne Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Super, gib Bescheid, wenn etwas Neues geht. Wo kann ich schlafen? Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Für Einheimische ist das sicher klar. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Okay. Gebet, du kannst nun beten. Schicke deine Wünsche in die Welt und erhalte verschiedene. Okay. Der Händler ist nun verfügbar. Gib den Sternschirm und den Stern ganz in gesammelt. Okay. F3. Oh, da ist wahrscheinlich das Gacha-System, ne? Diese Dinger bekomme ich die ganze Zeit, ne? Davon habe ich 0. Ich kann mir Charaktere so freischalten. Minus 20%. 20% Rabatt für 10 Erziehungen. Du erhältst Noel bei der ersten 10 Erziehungen. Alle 10 Erziehungen erhältst du sicher Figuren mit mindestens 4 Sternen. Weiß ich nicht. Ich meine, diese Dinger sind voll schwer zu kriegen, ne? Oh nein, da wollte ich nicht. Du erhältst Noel bei der ersten 10 Erziehungen. Also kriege ich garantiert eine. Ja, machen wir mal. Garantierter Charakter, warum nicht? Ne? John Ling, keine Ahnung. Da ist Charaktere, die wir kriegen. Bennett. Eiserner Schatten. Rabenbogen. Schlagfestes Argument. Ja, das hat Gacha System. Ja, das ist ein eindeutig. Baidu. Weiß nicht, 4 Sterne, ist das gut? Die ist auch 4 Sterne, also. Vielleicht sind das hier voll, entweder voll gute oder voll schlechte Sachen. Ich habe keine Ahnung. So, alles 4 Sterne. Ich nehme an, das weiß nicht. Ja, die bei Händler gegen wertvolle Ressourcen angetauscht werden. Ja, das ist das hier, ne? Ne, das ist Urgestein.
Wie soll ich das hier bekommen? Keine Ahnung. In-Game-Käufe, glaube ich, ne? Ja, der Hoffnung zwischen Sternenblinken. Ja, wie weit Mensch von. Keine Ahnung. Wahrscheinlich voll geile Sachen bekommen, ne? Pass auf. Errungenschaften. Und dann mal hier. Wunder der Welt. Hier habe ich jetzt Charaktere bekommen. Ich habe echt Charaktere bekommen. Okay, cool. Zur Schnee kann ich jetzt allen wählen. Ich habe doch einen Bogen bekommen, ne? Ist aber schon voll gut. Statt bei Besiegen eines Gegners 8% Lebenspunkte wieder, ja. Ja, klingt doch nicht schlecht. Warte mal, welcher ist stärker? Der hier. Dann nehmen wir den. So. Hey, das habe ich doch schon. Auch direkt eine warum nicht, ist ja bestimmt eine Menge Charaktere dann haben, oder jeder von denen in Klamotten aussitzen kann. Ja, nicht so leicht abgewehrt, ein bisschen Knüppel. Sieht aus so ein dickes Schwert. So, dann haben wir hier. Ja, kann ich Schaden, ne? Einfach Sachen ausrüsten, keine Ahnung. Yo, good morning. I'm about to head off. Coming with me? Good morning. Breakfast is served. I will be on hand the whole time. Okay. Gut, da ist gerade passiert. Und ups. Gut, ein paar Sachen, die ich einsammeln kann anscheinend. Ja gut, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, das hier ist ein guter Punkt, um irgendwie aufzuhören, ne? Wird definitiv noch weiterspielen und aufnehmen, weil sieht witzig aus. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier als mache, aber es ist auf jeden Fall lustig. Und ja, wie gesagt, da wird jetzt hier alles hier ohne, weil nicht ohne zu schneiden und irgendwie sowas hier hochgeladen, sondern einfach nur, weiß nicht, wenn ich irgendwas zum Hochladen habe. Und ja, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.